Um das Letztgesagte zu untermauern, also die Notwendigkeit von Seiten des Patienten zu argumentieren, will ich Ihnen zwei typische Fälle vorstellen. Die Frage ist also, brauchen wir die Fachrichtung klinische Umweltmedizin, soll dadurch untermauert werden. Eine Patientin, 28 Jahre, klagte über Symptome. Die junge Frau bezog nach dem Stress ihrer Diplomarbeit als Kommunikationsdesignerin mit ihrem Freund zwei Zimmer einer neuen Wohngemeinschaft. Sie hatte ihr Examen bestanden, die Räume waren vorher restauriert worden. Es war ein sauberer und wohnlicher Eindruck. Alles lief bestens easy going mit dem Freund. Und auch in der Wohngemeinschaft, in der sie lebten, war alles in Ordnung. Sie bekam eine Anstellung an der Universität. Was wollte sie mehr? Zwei Monate später begannen Kribbelgefühle an den Armen. Das wurde gedeutet zunächst als Wirbelsäulenproblem. Vorher waren aus Vorsorgemaßnahmen Amalgame recht zügig entfernt worden, ohne Schutzmaßnahmen, ohne irgendeine Ausleitung anschließend. Als dann zwei Monate später die Kribbelgefühle an den Armen begannen, deutete man das als Wirbelsäulenproblem. Mit den zunehmenden aufsteigenden Kribbeln an beiden Beinen trat auch Müdigkeit ein und Schwindel. Die nachfolgende neurologische Untersuchung haben dann sehr schnell eine Multiple Sklerose diagnostiziert, untermauert von typischen Befunden der Kernspintomographie, des Schädels und der Rückenmarkspunktion. Sofort wurden umfangreiche Behandlungen begonnen, in deren Folge dann recht schnell ein Hörsturz entstand. In dessen Folge wiederum sind wir in die Diagnostik und Therapie mit eingebunden worden. Nicht um die neurologischen Probleme allein zu beachten, sondern um den Hörsturzsymptomatik zu behandeln. Sie werden erinnern, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt. Zu diesem Zeitpunkt wurden schon über gestörte Motorik der Hände geklagt, Benommenheit und erhebliche Konzentrationsstörungen. Gehen wir mal in die Leitlinie Multiple Sklerose rein der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Die MS ist die häufigste neurologische Erkrankung, die im jungen Erwachsenenalter zu bleibender Behinderung, und vorzeitiger Berentung führt. Immunvermittelte chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die histopathologisch in unterschiedlicher Ausprägung zu Demyelinisierung und axonalem Schaden führt. Die sichere differenzialdiagnostische Abgrenzung gegenüber ähnlichen Krankheitsbildern wie Neuromyelitis optica, Kollagenose, Borreliose, Sarkoidose, zerebrovaskulären und metabolischen Erkrankungen gewinnt zunehmend Bedeutung. In den neuesten strengen Diagnostikkriterien wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Diagnose Multiple Sklerose nur dann gestellt werden sollte, wenn die vorliegenden neurologischen Symptome durch nichts Besseres als durch das Vorliegen einer Multiple Sklerose erklärt werden können. Immerhin 2011, relativ früh, akute Aussage. Wenn wir nun in die Anamnese hineingehen und als klinischer Umweltmediziner habe ich zu häufig erlebt, dass ich Patienten mit Multiple Sklerose vor mir hatte, die letztlich sich nicht als solche herausgestellt hatte, sondern aufgrund unterschiedlicher umweltmedizinisch auszukultierender Belastungen letztlich sich als Entzündungsprozess des Nervensystems darstellte. In diesem Fall habe ich natürlich die umweltmedizinische Anamnese ausführlich durchgeführt und es stellte sich eine Vorbelastung der Patientin durch Xylodekor im Elternhaus heraus, schon in der Jugend. Sie hatte eine Schwermetallbelastung, wir wissen einschließlich des Zahnamalgams, aber auch sonst. Und bei bekannter Nickelallergie vor 10 Jahren wurde eine
Zahnspange eingebracht und der Kieferorthopäde hat nicht auf die Nickelallergie Rücksicht genommen. Es ist besonders nochmal darauf hinzuweisen in diesem Rahmen, das werden Sie auch im zahnärztlichen Blog nochmal hören, dass auch zu beachten ist, ob noch bleibende Retainer hinter den Zähnen sich noch befinden, die ihrerseits immer noch Nickel ausstrahlen können, auslösen können. Nämlich bei bekannter Nickelallergie haben sie dann ein Perpetuum praktisch, das über Jahre, Jahrzehnte bleibt, weil sich kein Kieferorthopäde und der Zahnarzt auch nicht mehr darum kümmert, dass dieser Haltedraht hinter den Zähnen dann entfernt wird. Im Studium hatte sie in einer Gärtnerei gearbeitet, musste aber den Kontakt mit Bioziden letztlich abbrechen, weil sie Hautreaktionen erlitten hat. Und sie konnte diesen Arbeitsplatz nicht mehr innehalten. Die lang andauernden Kontakte mit Klebern und Kunststoffen im Studium haben ebenfalls Hautausschläge an Händen und an den Augen hervorgerufen. Als Designerin war sie natürlich sehr viel mit solchen Sachen in Verbindung gekommen. Und natürlich hatte sie am Arbeitsplatz mit Tonern aus Laserdruck einen sehr häufigen Kontakt. Wenn sie selbst nicht den Drucker eingesetzt hat, so ist doch in dem großen Raum mehrere Laserdrucker platziert gewesen und die haben ständig gearbeitet, sodass die Toner in der Luft rumgeschwirrt sind. In der vorangegangenen Wohnung vor dem Umzug haben sie beim Auszug einen großflächigen Schimmelpilzbewuchs feststellen müssen. Es war Wandschimmel hinter dem Kleiderschrank, der ganze Kleiderschrank war verschimmelt. Unter dem Bett und unter der Matratze war Schimmel. Nach alter Studentenart lag die Matratze direkt auf dem Boden, also war nicht hinterlüftet, war nicht auf irgendeinem Lattenrost. Noch die Matratze musste man wegschmeißen, weil das nicht mehr zu reinigen war. In der Diagnostik hatten wir eine akute Borreliose feststellen können. Die Diagnose Borreliose war durchaus von den Neurologen nochmal erwogen worden, aber da IgG und IgM in der Norm waren, hatte man von einer weiteren tiefergehenden Diagnostik Abstand genommen. Wir konnten im Lymphozyten-Transformationstest eine erhebliche Belastung feststellen, eine Spätreaktion auf Borreliose noch. Und diese immunologische Antwort bleibt so lange aktiv, so lange wie die akute Borreliose auch besteht. Erst wenn Sie keinen Kontakt mehr mit den Borrelien haben, nur nach 2-3 Monaten, merken Sie das, dass dann der Lymphozytentransformationstest sich wieder normalisiert. Haben Sie also höhere Werte, müssen Sie davon ausgeben, dass Sie eine akute Borreliose haben. Wir haben eine erhebliche Schwermetallbelastung feststellen können mit Blei, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Palladium, Zinn. In der neuen Wohnung, in die Sie jetzt reingezogen sind, wurden Pyrethroide nachgewiesen, Lindan und Diclofluranid. Hier ist die Staubprobe aus diesem Bereich und hier wurde Lindan auf Diclofluranid und Permethrin überprüft und Sie sehen hier bei einem Richtwert von 1 Milligramm pro Kilogramm Festmasse für Lindan waren 140 Milligramm pro Kilogramm Festmasse Lindan nachweisbar. 11 Milligramm pro Kilogramm Festmasse für Diclofluranid und eben für Permethrin auch. Permethrin, unser neues Holzschutzmittel. Das sind erhebliche Werte. Alle drei sind erhebliche neurodegenerative Chemikalien, die erhebliche Inflammationsprozesse, erhebliche Schäden an dem Nervensystem hervorrufen können. In Anbetracht der Vorschäden, die schon bestanden, gerade mit Lindan eben durch den Holzschutzmittelbereich, muss man hier davon ausgehen, dass hier eine erhebliche akuter Prozess entstanden ist und dadurch eben die MS, die Multiple Sklerose ähnliche Situation sich entwickelt hat. Wir haben in diesem Fall gar keine Laboruntersuchung im Blut nachvollzogen. Es war ein schnelles Handeln notwendig, sodass die Werte, die wir dann erst immer nach 14 Tagen, 3 Wochen bekommen, letztlich überhaupt nicht relevant waren. Wir wussten, es sind im äußeren Bereich sehr starke Belastungen da. Wir wussten, der Erkrankungsprozess passt dazu und dann haben wir auch gleich gehandelt. Die weitere
Umweltmedizinische Analytiker brachten weiterhin einen Vitamin D- und B2-Mangel und auch B12-Mangel, was letztlich zu Funktionsstörungen im Entgiftungsstoffwechsel führen muss. Bei den Polymorphismen zeigte sich eindeutig eine Störung im Bereich einer reduzierte Enzymexprimation bei GSTP1, NAT2 und SOD2, sodass eine Verstoffwechselung von vielen Toxinen nicht schnell genug und nicht mit ausreichendem Umfang erfolgen konnte. Was passiert nun, wenn die Schadstoffe nicht entgiftet werden? Ich hatte Ihnen schon gesagt, sie werden in Zwischendepots, vornehmlich im Fettgewebe, im Nervengewebe, abgelagert und hier schließt sich nun der Kreis. Gehen wir zurück zu der Diagnostik in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Die klassische Diagnose einer MCS, einer Multiplen Sklerose, stützt sich auf die Anamnese, Hinweis für bereits früher stattgehabte neurologische Ereignisse und Schubcharakter. Die Objektivierung klinischer oder neurologischer Ausfälle, die eine zentralnervöse Störung anzeigen, sowie, und jetzt kommt es, den klinischen und paraklinischen Nachweis einer zeitlich und örtlichen Dissemination, Verbreitung. Wiederum steht drin, bei Ausschluss anderer Ursachen. Wir haben diese Patientin unter dem Aspekt ihrer Langzeitanamnese, unter dem Aspekt der Schwermetallbelastung, unter dem Aspekt der akuten Holzschutzmittelbelastung behandelt. Und nach 5 Monaten Therapie und Kontaktunterbindung mit anderen Stressoren, Infusionen mit Mikronährstoffen zur Stabilisierung des oxidativen und nitrosativen Stress, Therapie der Borreliose, haben wir eine Detoxifikation durchgeführt der lipophilen Toxine durch physikalische Behandlung der Schwermetalle durch Chelattherapie. Wir haben zusätzlich eine lange Zeit eine Optimierung des Fremdstoffmetabolismus durchgeführt. Ich will Ihnen hier nun die Objektivität des Therapieerfolges zeigen. Dies ist aus der Röntgenpraxis die Darstellung und die Beschreibung eben des Vergleiches, den wir haben von 2013 gegenüber den Voruntersuchungen. Da zeigt sich eine Befundverbesserung mit deutlicher Ablassung und Regredienz des vormals reexzentrischen Befundes in Höhe des Halswirbelkörper 4 mit kleinem Restbefund von 3 mm Querausdehnung und Längsausdehnung über 15 mm. Die vormalige zervikale Myelon-Läsion ebenfalls deutlich regredient und das letzte kein pathologische Kontrastmittel-Enhancement ersichtlich. Für das Cerebrum bedeutet das bildliche Material, wie Sie hier sehen, Ähnliches. Sie sehen jetzt auf dem rechten Bild mit dem 22.02.12 den Herd, der sich im 7.11.12 noch darstellt, aber auch am 26.08.13, also praktisch ein Jahr später, schon deutlich vermindert im unteren Bild. Noch deutlicher kommt es hervor, wenn wir jetzt von links nach rechts gelesen, am 22.12. den links paraventrikulär gelegenen Herd sehen, der hier markiert ist, der sich bis zum Herbst hin deutlich verringert und nur noch minimal zu sehen ist am 26.08.13, also 1,5 Jahre später. Wir haben nochmal in Erinnerung, die Diagnostik sollte erfolgen und zeigt eine klinisch und paraklinischen Nachweis einer zeitlichen und örtlichen Dissemination. Eine Verbreitung können wir hier nicht feststellen, sondern wir haben eine Remission. Nach fünf Monaten Therapie, kein aufsteigendes Kribbeln an den Beinen, keine Beeinträchtigung der Motorik der Hände, keine Hörstörung, keine Müdigkeit, keine Benommenheit, kein Schwindel, keine Konzentrationsstörung. Nach 4 Jahren Therapie, komplikationslose Schwangerschaft, Geburt einer gesunden Tochter, Apgar-Schema-Score 10. Brauchen wir die klinische Fachrichtung klinische Umweltmedizin? Ich will Ihnen einen zweiten Fall dazu vorstellen. Einen parallelen Fall, oft übersehen und falsch diagnostiziert. Eine scheinbar reaktiv ausgelöste psychosomatische Erkrankung
ist oft nicht allein ausgelöst durch psychosoziale Stressoren. Hätte man im nachfolgenden Fall bei der Diagnostik und Therapie allein auf Psychiatrie und Psychosomatik gestützt, wäre einen toxischen und biologischen Stressoren weiterhin gesundheitlich belastend gewesen und damit der Gesundungsprozess unmöglich geworden. Im Gegenteil, eine Erkrankungsverschlimmerung wäre gesichert gewesen. Der Partner dieser jungen Frau. Unmittelbar mit der Konfrontation der lebensverändernden Diagnose Multiple Sklerose der Freundin fiel in eine erhebliche, tiefgreifende Depression. Es entstand eine Arbeitsunfähigkeit. Er klagte auch über Kribbelgefühle der Peripherie, Konzentrationsstörung, extrem gestörter Nachtschlaf, Kopfschmerzen und kontinuierlich starke Benommenheit und Schwindel. Der betreuende Neurologe diagnostizierte aufgrund des Vorgeschehens, wie wir das alle auch machen würden, ohne weitere Untersuchung, eine reaktive Depression. Er behandelte mit entsprechenden Antidepressiva, ohne therapeutischen Erfolg. Auch als er die Dosis erheblich erhöhte, kam es zu keinem therapeutischen Erfolg. Die umweltmedizinische Anamnese bei diesem Mann zeigte auch Schimmel und toxische Belastung im Wohnbereich, klar, wie bei der Freundin. Er hatte eine erhebliche Schwermetallbelastung im beruflichen Bereich. Er war Chemiker und musste am Arbeitsplatz auf den Mülldeponien Proben entnehmen, um zu sehen, wie dort die Belastung war. Und hier hat er sich eine erhebliche Metallbelastung hinzugezogen über Nickel, Blei, Arsen und Quecksilber. Er hatte die bekannte toxische Belastung aus diesen Holzbalken, wie hier zu sehen, die waren schön, altes Holz wieder verwendet worden. Und wir wissen, dass das voller Lindan, Permethrin und Dichlofluorid war. Wir konnten den Schwermetallnachweis führen, wir konnten die Pyrethroid-Metaboliten nachweisen im Urin. Das bedeutet, unter Kontakt, also Wohnen in diesem Bereich, waren die Pyrethroid-Metaboliten im Urin hoch. Außerhalb der Wohnung, 24 Stunden später, waren die wieder im Urin verschwunden. Ein Ambientemonitoring lag vor. Zusätzlich haben wir über die Diaminoxidase-Mangel-Analysen durchgeführt. Ja, es bestand ein Mangel da. Er hatte einen Diaminoxidase-Polymorphismus, sodass auch hier die Schwierigkeit war, die Diaminoxidase zu bilden. B2, B12, D3-Mangel konnte ebenfalls nachgewiesen werden. Was wurde gemacht? Natürlich die Kontaktunterbrechung der belastenden Trigger, eine Supplementierung mit Mikronährstoffen, diätetische Optimierung, weil bekannt war, dass die Diaminoxidase niedrig bleibt, die Detoxifikation der Schwermetalle, lipophile Toxine und zusätzlich haben wir eine Intervallhypoxie-Hyperoxietherapie, Sauerstofftherapie durchgeführt. Nach umfangreicher umweltmedizinischer Therapie klang die Depression rasch ab. Kopfschmerzen verschwanden, Konzentrationsfähigkeit kam zurück, die Kribbelgefühle wurden nicht mehr wahrgenommen, Nachtschlaf normalisierte sich. Was nur langsam abklang, war leichter Schwindel und Benommenheit. Heute, praktisch vier Jahre später, heute ist er wieder völlig gesund nach eigenen Angaben und hat sich als Jungunternehmer selbstständig gemacht. Ohne die Wahrnehmung und Kenntnis von umweltassoziierten Triggern der Erkrankung hätten diese beiden no chance. Für die Wahrnehmung umweltmedizinischer Probleme brauchen wir dringend fundiert ausgebildete Ärzte in klinischer Umweltmedizin. Sie sind selbst dabei. Wir brauchen sie. Wir brauchen unabhängige Wissenschaftler in diesem Bereich. Wir brauchen unabhängige Geldmittel für verifizierende Forschung. Werden Sie Mitglied in der Europäischen Akademie für Umweltmedizin oder im Deutschen Berufsverband der Umweltmediziner und generieren Sie neue medizinische Kenntnisse. Erweitern Sie auch weiterhin außerhalb dieses Kurses durch Kongresse und Symposien Ihren ärztlichen und wissenschaftlichen Horizont. Betreten Sie in Ihrer Praxis spannendes Neuland und arbeiten Sie an einem Alleinstellungsmerkmal Ihrer Praxis
Arbeiten Sie das heraus. Beachten Sie die Perspektiven einer Zusatzbezeichnung klinischer Umweltmedizin. Wir selbst arbeiten daran, müssen aber das politisch noch durchsetzen. Liquidieren Sie außerhalb des EBM-Budgets und sammeln Sie Ihre ärztlichen Fortbildungspunkte, die Sie ja durch diesen Kurs über 5 Jahre Ihren gesamten Punktekontingent auffüllen können. Brauchen wir die Fachrichtung Umweltmedizin, klinische Umweltmedizin mehr denn je? Danke Ihnen.